Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird gebastelt und zwar zeige ich euch, wie ich diese Karte hier gemacht habe. Verwendet habe ich das Produktpaket Feierliches Fenster. Das gibt es Clear Stamps zusammen mit Standschablonen. Ihr wisst, wenn ihr es als Paket kauft, spart ihr 10% im Vergleich zum Einzelkauf. Das Ganze findet ihr im Mini-Katalog Herbst-Winter. Auf der Seite 36 und ich habe mir dieses Beispiel hier zur Hand genommen und daraus dann eine Karte gebastelt. Aber ihr seht, man kann hiermit auch ganz toll noch andere Sachen basteln. In dem Katalog sind ja immer ganz viele Beispiele drin und deswegen ja, ist das immer toll, da mal reinzugucken. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich die Karte gemacht habe. Wir brauchen zuallererst ein Stück Farbkarton für die Grundkarte mit dem Maß 29 x 10,5. Das ist nämlich eine Hochkantkarte. Das heißt, ich nehme das DIN A4-Blatt, kürze das auf 29 cm. Und falze es zuerst an der langen Seite bei 14,5 cm, dann kriege ich nämlich zwei Grundkarten raus. Und dann schneide ich mir die kurze Seite ab bei 10,5 und somit habt ihr dann zwei Grundkarten im Hochformat. Dann brauchen wir noch einen Aufleger mit dem Maß 10 x 14 cm. Ich den schon? Habe ich. Und wir brauchen ansonsten noch ein bisschen Grundweiß zum Stempeln, Aquamarin und ja, zeige ich euch gleich alles. Ich würde sagen, wir stempeln zuerst. Und zwar benötigen wir einmal die Kerzen. Und auch das Grüne hier. Das wird jetzt nicht hier drauf passen. Nee. Aber hier passt es drauf. Und zwar, ihr seht, dass diese grüne Girlande, sag ich jetzt mal, die ist sehr wabbelig. Ich mache das immer so, ich nehme die dann raus und lasse die einfach locker von der Hand hinunterplumpsen auf mein Papier. Weil ansonsten, wenn ihr das versucht, hier so einigermaßen gerade hinzubekommen, ist es meistens doch schief. Ich lasse das einfach so fallen, dann sitzt die da so schön und dann kann ich die später mit der Stanzform schön ausstanzen. So, ich nehme das jetzt auf und gestempelt habe ich mit Farngrün. Einmal schön einfärben. Und abstempeln. Super. Wenn das jetzt hier nicht so toll geworden ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist Natur. Ne? Das muss nicht akkurat sein. Dann nehme ich noch das Stempelkissen in Aquamarin. Und stempel mir die Kerzen einmal ab. Und dann brauche ich natürlich noch einen Spruch auf meiner Karte. Das kann ich jetzt auch schon direkt stempeln. Hier hatte ich Weihnachtsgrüße gestempelt bei der anderen Karte.
nehme jetzt aber den Spruch Liebe Wünsche, denn der ist direkt aus dem Stempelset. Dann stempel ich mir das auf den Aufleger einmal auf. Und dann kann ich das auch schon mal wegpacken. Embossen müssen wir noch. Und zwar habe ich hier ein Stück Transparentpapier genommen und hier hinten drauf den Baum embossed. Ich lege das mal auf die Seite. Ihr müsst nur darauf achten, dass euer Transparentpapier groß genug für das Fenster ist. Ja. Es muss oben und unten passen und rechts und links. Also besser ein bisschen größer als zu klein. Ihr könnt das natürlich auch ausmessen. Ich schneide mir jetzt einfach hier so ein Stückchen ab. Also ich schneide mir oben ein Stück ab, damit es gerade ist, und schneide mir jetzt hier noch ein Stückchen ab. Genau. Und ich kürze es noch ein bisschen. So. Ja. Und im Stempelset ist ja das Bäumchen hier drin und auch ein paar Schneeflöckchen. Und ich glaube, die werde ich jetzt diesmal mit embossen. Jetzt muss ich nur einmal gucken. Dass ich ungefähr weiß, wo der Baum hin muss. Ich werde mir jetzt hier mal so eine kleine Markierung machen. Denn ich habe vorhin schon mal embossed und da saß der Baum zu weit oben. Und dann wollte ich ein bisschen runtergehen, dann hat es aber hier oben am Fenster nicht mehr gepasst. Deswegen muss man da ein bisschen gucken. So, ich nehme mir also den Baum und auch die Schneeflöckchen diesmal mit raus. Embossing Buddy. Denn wenn ihr nicht die Statik runternehmt, dann klebt das da, wo es nicht haften soll, das Pulver. Deswegen einmal hier drüber. Embossing Pulver. Und ein Stück Papier für zum Unterlegen. So, dann Versamark und ein Stempelblock. Mein Versamark ist schon kunterbunt. Das ist aber auch noch mein erstes. Ich muss mir jetzt unbedingt mal ein neues kaufen. Und jetzt stempel ich mir mein Bäumchen hier rein. Und stempel mir auch ein paar Schneeflöckchen da rein. Einfach so ein bisschen wild drauf los. Und jetzt kommt das Pulver. So, das sieht total cool aus. Und jetzt embosse ich das einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt embossed. Das muss jetzt einmal trocknen. Und in der Zwischenzeit, beziehungsweise abkühlen, und in der Zwischenzeit stanzen wir schon mal. Also, wir brauchen einmal den Kranz, den haben wir ja schon gestempelt. Den stanzen wir uns jetzt hier aus. Ich lege mir das hier so drauf.
stanzen das einmal aus, dann die Kerzen. Dann brauchen wir noch den Docht. Ich habe hier so goldenes Papier. So, das lege ich jetzt mal rein. Dann Kerzendocht. Passt nicht mehr. Und dann stanze ich mir das einfach mal aus. Dann brauche ich noch in Glutrot die Schleife. So, die Schleife und ich brauche noch die Schneelandschaft. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wir müssen ja erstmal noch das Fenster hineinstanzen. Das ist unser Aufleger. Ich nehme mir jetzt ein Geodreieck und gehe ungefähr so 3,3 cm vom unteren Rand nach oben. Kommt das hin? Nee. Hier waren es 3,7 sogar. Okay. Wir nehmen 3,5, 3,6 cm. Nicht zu weit hoch, nicht zu weit runter. Denn ihr müsst auch noch bedenken, dass ihr noch den Rahmen des Fensters hier drauf macht und oben eben die grüne Girlande. Deswegen, ich bin jetzt bei 3,6 cm und leg mir das so mittig an. Fixiere mir das einmal. Und das stanzt mir ja das Fenster nur in meinen Aufleger hinein. Ja, das stanzt mir das hier hinein. Jetzt brauche ich noch die Umrandung des Fensters. Die ist in Aquamarin. Und ich brauche auch noch die Fensterbank. Das ist einmal die Umrandung. Und dann haben wir hier noch so einen schmalen Streifen dabei. Das ist die Fensterbank. Das stanze ich einmal aus. Nein, abgestürzt. So, also die Umrandung des Fensters. Fensterbank. Die Kerze haben wir, die Schleife, Dings haben wir auch. Was wir jetzt noch machen müssen, ist Schneelandschaft. Brauchen wir noch. Und zwar ist es so, ich habe mir hier hinten dran, hinter dem Fenster, ein Stück weißen Farbkarton zurechtgeschnitten und den dann auch eingefärbt. Und den habe ich mir geschnitten auf 9,5 x 6 cm. Also 9,5
mal 6. Den habe ich mir dann eingefärbt und der passt hier hinter dieses Fenster. Den färbe ich mir leicht blau ein. Und hier werde ich mir dann noch so eine kleine Schneelandschaft drauf machen. Es fällt jetzt vielleicht in der Kamera nicht so ganz auf, dass das im Hintergrund ist, aber man sieht es, wenn man die Karte in der Hand hält. Denn dann ist der Hintergrund hier hinten dran nicht komplett weiß. Das heißt, wenn ihr noch so Reststücke habt, dann könnt ihr euch mit diesen Stanzen hier noch so Schneelandschaften ausstanzen. Also einfach nur so ein bisschen gewellt. Ihr könnt das auch von Hand machen. Ich nehme jetzt hier die und das Reststück, das aus dem Fenster hinaus geplumpst ist. Und ihr seht jetzt, die schließt hier nicht rechts und links ab. Das heißt, ihr könntet hier auch fortsetzen. Na, wenn ihr das über eine größere Karte machen wollt, könnt ihr das einfach nochmal anlegen und weiter stanzen. So, das wäre jetzt einmal das. Und dann nehme ich mir noch dieses hier. Ich halte mir das einmal auf 6 cm. Ich kann das aber auch später kürzen. Das ist nicht so schlimm. Ich stanze das einmal aus. Das auch von Hand schneiden, also ihr müsst das nicht stanzen. Auch hier seht ihr, man kann hier jetzt einfach mit der Stanze nochmal anschließen und dann weiter stanzen, wenn man das möchte. Ich schneide mir das ab. Das hier wird mein Hintergrund, den färbe ich mir jetzt zuallererst einmal ein, bevor wir uns hier alles zusammensetzen. So, Schmierblatt. Ich nehme mir jetzt die Farbe Babyblau. Ich könnte aber auch Aquamarin nehmen, eigentlich ist das völlig egal. Und färbe mir einfach den Hintergrund ein bisschen ein. Aber nur so ganz zart, also nicht zu dolle. Ich hoffe, die Kamera wackelt jetzt nicht zu sehr. Ihr braucht das auch nicht bis runter machen, denn unten ist ja die Schneelandschaft. So, das reicht schon. Und jetzt geht es ans Zusammensetzen. Ich fange an mit meinem Fenster und setze mir den Rahmen drumherum. Nehmt nicht zu viel Kleber, denn ihr müsst das einigermaßen, wenn ihr nämlich nicht direkt trefft, ein bisschen schieben, weil das Fenster ja so einen Rahmen drumherum bildet und ihr dann einfach auch ein bisschen schieben müsstet. Und damit euch nicht der Kleber rechts und links rausquirlt, deswegen nicht zu viel Kleber benutzen. So. Dann von der Rückseite mache ich das Transparentpapier dran. Das sieht jetzt bei mir so aus, ne, mit diesen Schneeflöckchen. Auch ganz hübsch im Vergleich zu ohne Schneeflöckchen. Und dann gehe ich einfach hin. Von hinten sehe ich ja, wo meine Karte hier unten endet, also wo das Fenster endet. Und klebe mir das Transparentpapier hier drauf. Deswegen ist das auch größer als das Fenster. Dann könnt ihr nämlich schön außenrum kleben. Versuche ich denn jetzt einigermaßen gerade hier drauf zu bringen, den Baum. Ja, so sieht das dann aus von vorne. Ich hätte noch ein paar Schneeflocken mehr embossen müssen, zumindest mal hier unten. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist Natur.
darf das auch so aussehen. Dann habe ich die Girlande. Auch die kann man 3D aufkleben, also mit Dimensionals. Das ist dann ganz euch überlassen, wie ihr das wollt. Ich klebe die jetzt mit Flüssigkleber auf. Und die kleine Schleife werde ich immer so ein bisschen übers Falzbein ziehen, damit die nicht so platt ist. Und da könnt ihr entweder einen Glue-Dot benutzen oder auch ein bisschen Flüssigkleber hier hinten drauf. Und das dann hier so draufsetzen. Die Kerzen setze ich einmal zusammen. Das sind ja zwei Teile, ne? Ich dachte zuerst, oh cool, eine Krone. Aber nein, da sind die Dochte von der Kerze. Und ich gehe jetzt hin, weil das eben dieses Goldpapier ist. Ich klebe das mir jetzt hier so drauf. Von hinten. Ich hoffe, ich bin heute im Bild. So einigermaßen. Das lasse ich mal kurz anziehen. Dann kommt hier noch die Fensterbank drauf. Darf man ja nicht vergessen. Und jetzt gehen wir einmal über zur Grundkarte. Wenn man die gerade falzt, wäre es vielleicht besser. So, eine Grundkarte. Und ich lege mir die nur mal probeweise hier drauf, ungefähr, wie sie später hinkommt, und messe. Denn dieses Stück, das wir uns eingefärbt haben, das muss ja hier hinter das Fenster. So, ungefähr. Jetzt messe ich mal, wie viel das hier ist. Bis zum Abschluss des Fensters hier oben. Bis runter an die Karte sind es 3,9 cm. Circa. Also, ich muss jetzt gucken, wenn ich die Karte auf die, wenn ich dieses Stück Farbkarton auf die Grundkarte drauf klebe, dass das auch so hier drauf klebt, dass es nicht hier zu weit unten ist, ne? Sonst würde ja ein Stück fehlen, nicht zu weit oben, nicht zu weit links, nicht zu weit rechts. Deswegen habe ich jetzt gemessen. Also, ich muss jetzt mein Kärtchen hier anlegen bei 3,1 cm. Also, ich nehme jetzt meine Grundkarte, das ist diese hier. Gehe von unten, vom unteren Rand 3 cm nach oben und richte es mir mittig aus. Das sind hier 5,25 cm. Und dann mache ich mir hier so einen kleinen Strich hin. Nur damit ich weiß, dass hier die Karte hin, also dieses Aufleger hin muss. Mittig ausrichten, das kann man ja so Pi mal Daumen machen, ne? Das sieht man ja auch ungefähr. Und klebe mir das hier drauf. Und bevor ich jetzt weiterklebe, kann ich ja einmal gegenchecken, ob das passt. Ja, es passt. Na, und dann seht ihr, hier hinten ist der Himmel, hier unten ist dann die Landschaft. Die habe ich jetzt vergessen aufzukleben. Ganz toll. Das heißt, ich klebe mir das Stück hier auf. Ich markiere mir das. Wenn ihr das vorher drauf klebt, dann braucht ihr das nicht zu markieren. Ich habe es jetzt nur vergessen. Ah, das kann man eigentlich komplett so drauf kleben, wie es ist. Wenn ihr das vorher drauf klebt und es ist zu lang, könnt ihr das ja von der Rückseite abschneiden. Ich habe das jetzt nur vergessen. Normalerweise klebe ich es vorher hier auf mein kleines Kärtchen drauf. Das hier auch, das kürze ich mir jetzt ein. Hier ungefähr. Das ist aber nicht so schlimm, das kann man ja nachträglich gut machen. Und man sieht es auch nicht. Also wenn das jetzt ein bisschen zu groß oder zu klein sein sollte, man sieht es nicht. Weil es klebt ja unter der Karte. Und kaum einer guckt da dazwischen. So. Klebt. Jetzt kleben wir noch die Kerzen hier drauf.
Könnte man auch mit Dimensionals aufkleben, wenn man das möchte. Muss man aber nicht. So, und ich finde, das sieht doch richtig toll aus. Also auch mit den Schneeflocken jetzt im Hintergrund finde ich das auch sehr schön. Und jetzt kommen von der Rückseite einfach nur Dimensionals drauf. Oder wenn ihr so Klebestreifen habt, könnt ihr auch die benutzen. Ich habe hier so Klebestreifen. Ich nutze die auch ganz gerne. Die habe ich aber auch schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Und dann gehe ich hier einmal um die Karte drumherum und klebe das gleich auf. Da das jetzt ein bisschen dauert, sehen wir uns gleich wieder, oder ihr mich, wenn ich das soweit fertig habe. Ne? So, ich habe das jetzt von hinten mit meinen Klebestreifen beklebt und versuche das jetzt halbwegs mittig hier drauf zu bekommen. Super, richtig toll. Und ihr seht, im Hintergrund scheint das Blaue, das wir eingefärbt haben, so ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera gut sehen. Und auch eben diese Schneelandschaft. Ich finde, das macht unglaublich viel her. Man könnte jetzt noch Strasssteinchen aufkleben, aber dadurch, dass ich die Kerzen ja hier so aus so Gold-Metallic-Folienpapier sind, lasse ich das so, wie es ist. Mir gefällt das so sehr gut. Hier steht Liebe Wünsche, hier steht Weihnachtsgrüße. Finde ich beides toll. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Mit Schneeflocken oder ohne. Ich finde, das hat beides was. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eure Kommentare. Und ich würde sagen, bis dahin bleibt gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.